So, willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei The Witcher 3. Wir sollen den Ältesten... Warte mal, was war denn da? Da war doch irgendwas faul. Da kam dieser komische Geist. Nee. Nee, danke. Mach ich erstmal nicht. Was ich mal gerne probieren möchte, ist wirklich, ob wir mittlerweile den Stufe 7 Auftrag hier kriegen. Wildes Herz. Oder? Ich würde sagen, erstmal husten und dann machen wir haben wir gemacht, okay. Machen wir das einfach. Da sind nur 34. Ach so. Ach stimmt, weil wir sind gerade. Wir sind hier, Tatsache. Okay. Schlangenaugen. Schnauze da hinten. Wir müssen hier hin. Und dann sind wir ja fast da. Irgendwie fehlt dir gerade die Stimme, also. Ja, dann kann Ciri ja nur in Skellige sein. Wie fehlt dir der Ton? Die sagen alle nichts. Warte mal. Fein, fein. Jeder für sich selbst. Irgendwie fehlt dir der... Was ist denn da? Ich glaube, ich spiele es mal so weiter. Und gucke mal, ob es in der nächsten Sequenz auch... Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Geralt von Riva, ja? Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke, hat sie gesagt. Du sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Na, dann treffen wir uns mit Rosa irgendwo hier hinten. Schon wieder du, Aber die Musik ist zurück. Und da hinten gibt's auch... Helfen wir mal Fräulein Rosa. Was ist hier los? Weitergehen! Manchmal verstehe ich die Leute nicht. Hey, da sind Mäuseköttel. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Muss das sein? Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürger. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was?
Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Ach, der gute alte Sigi. Vorne ist noch eine Quest. Auf, zum Kampf! Ja, nach. Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ich habe keine Zeit, dir noch eine Lektion zu erteilen. Ich werde dir die Lektion erteilen. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Ganz sicher. Wie im Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Bist du aber ein langer Lulatsch. Geralt, hier drüben! Mann! Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch! Links, zwei, drei, vier. Endlich! Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Na denn, wohin wollen wir? Hier. Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke. Wie in den Romanen. Zieh das Schwert! Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Hör mal, ich will dich wirklich nicht verletzen. Hör auf, mich zu bevormunden, sonst verletze ich dich. Und jetzt en garde! Das ist zu schnell! Ich ergebe mich. Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Scheiße, sie ist weggelaufen. Vaatra bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Eben gerade stand sie noch hier. Kann nicht mehr weit sein. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Warte mal. Hier gibt's hier sicherlich irgendwo eine Spur. Ich hab dich im Blick, Weißer. Hier geht's zur Sieben Katzen. Toll, das Mädchen will eben Spaß haben. So, und jetzt? Da hinten hin. Traurig, hier so alleine zu sitzen. Mein Freund und ich können uns zu dir setzen, dir ein paar Witze.
bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst? Das ist die Tochter des Botschafters Va'atre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Ich glaube, ihr habt die Dame beleidigt. Entschuldigt euch, so höflich wie ihr könnt. Vergib mir, meine Dame. Es tut mir so leid. Du bist dran. Sei höflich wie dein Freund. Verbeug dich und sei woanders ein Patriot. Lukas und Kobe. An diese Namen werde ich mich erinnern. Und wenn der Kaiser Novigrad einnimmt, werde ich sie finden und dann werden sie büßen. Nur ruhig. Sie haben dir doch nichts getan. Sie haben ihre Hand gegen mich erhoben. Das reicht aus, um sie abzuschlagen. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Ich bin ein Hexer! Ha-ja! Ich bin irgendwie so müde. Miau. Miau. So, was haben wir denn noch für Quests? Wir könnten ja mal das Skellige... Was passiert euch, wenn ich... Ne, aber komm, wir gucken einfach mal, was es hier gibt, wenn wir schon mal hier sind. Baba. Ich glaube, dir kann man trauen. Hier gibt's gar nichts. Huh? Das könnte man noch machen. Das könnte man machen. Ziemlich viel hier. Aber es gibt hier sonst nichts. Aber wir sind doch genau. Wir waren doch hier schon mal, oder? Huch. Jetzt. Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Zeig mal deine Ware, bitte. Mhm. Kaufen wir. Und bis bald. Tschüssi. Schon wieder Kopfweh. Ach, da ist die Tür. So, wir hatten jetzt... Was machen wir denn als nächstes? Wollen wir das Attentat auf Radovid vorbereiten? Oder wollen wir... Wir machen mal das. Aber wir könnten erstmal das hier machen, weil dann ist nämlich die... Hallo? Hier? Huch.
Und da müssen wir 1200 Fußstapfen reisen. Wir machen das aber über die Schnellreise. Da hinten. Dann gucken wir da mal hin, ne? Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Nee. Haben wir nicht. So, hier kommt Plötze rein drauf. Und los geht's. Reiten wir der Mittagssonne entgegen? Nee, ist die Morgensonne. Verletzten rausgeholt und es sind fast noch ein Dutzend Leichen da unten. Das ist mir egal. Ich könnte eine schnelle Nummer vertragen. Mir reicht's. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ich bin hier, um euer Problem zu lösen. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Na denn. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Was denkst du? Wird er was finden? Der Hals am Schneider? Nie im Leben. Gucken wir doch mal runter. Boah, ist das hier dunkel. Soll das Zeichen heißen? Katzensilberschwert. Wir könnten ja mal gucken. Boah, Nebenquest. Ach nee, das war die Schatzsuche, oder? Das war eine Schatzsuche. Ach so, wir haben jetzt einen. Genau, wir haben... Muss ich mal kurz gucken hier. Wenn ich jetzt kurz lese denn, und still bin, dann bitte nicht. Ihr könnt skippen, also ich meine, der was lesen, diejenigen, die es lesen möchten, aber ich kann es halt nicht laut vorlesen und mich gleichzeitig auf die Nachricht konzentrieren.
Okay. Ein Portal. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Das sieht wohl ganz so aus. Ah, hier. Hier fehlt eine Kachel. Wir sind vorsichtig wie nie zuvor. Warte mal. So. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Hier ist jemand verstorben. Wir gucken trotzdem erstmal nach rechts. Was heißt das hier wohl? Da darf man wahrscheinlich nicht drauf treten, weil es eine Falle ist. Ich versteh's nicht. Hier geht's auf jeden Fall ziemlich weit nach unten. Aber es ist nichts zu sehen, okay. Jäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Wir gucken mal da durch. Hier ist eine Truhe. Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Da hinten sind auf jeden Fall Viecher. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben. So. Mach das hier mal an. Wir mal da runter. Da sind noch mehr Neckars. Aus Neckars Ulm. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Ja, mach das mal die... Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ich würde ja sagen... Nein. Müsste wieder funktionieren. Das Portal ist aktiviert. Dann gehen wir durchs Portal. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte! Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall! Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen.
Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. So. Wir haben den Kraftspeicher. Und wir gucken uns hier trotzdem nochmal unten um. Liebesbriefe. Ein Liebesbrief? Da gucken wir gleich mal nach. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. So, wir müssen den... Und jetzt aktivieren. Aus den Augen. Ja, sie kommt noch nicht zurück. Dann gehen wir da hinten weiter. Hallo, hallo, hallo. Leute, seid ihr bescheuert? Das muss ihr Labor gewesen sein. Jetzt mal. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Weiter. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Nee, die waren's nicht. Aber da unten geht's nicht lang. Müssen wir wohl? Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Na, geh runter. Der Kraftspeicher. Nehmen wir den mit. Ne, hier gibt es sonst nichts weiter. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und gehen hier weiter. Das muss die
uns hier mal um. Krass, ey. Ist einfach zu groß hier. Hier gibt es noch einen kleinen Raum. Warte mal, hier machen wir erstmal das Licht an. Na. Und hier gibt es eine kleine Kiste. Zwergenklinge. Gucken wir doch mal. Nö, macht nicht viel mehr Schaden. Hallo? Was ist das denn hier? Wieso können wir